Auf unserer heutigen Lost Place Tour besuchten wir das Brestovac Sanatorium. Vom modernen Heilzentrum zur mystischen Ruine. Nördlich von Zagreb, eingebettet in den tiefen Wäldern des Medivici-Gebirges, befindet sich das verfallene Brestovac Sanatorium, ein Lost Place, der Abenteurer und der Historiker gleichermaßen fasziniert. Eins war es eine der modernsten Tuberkulosenheilanstalten Kroatien und bietet heute eine schaurige Atmosphäre für Entdecker, die den einstigen Glanz der Ruine erahnen wollen. Eine der modernsten Heilanstalten ihrer Zeit, das Brestovac Sanatorium, wurde vor über 100 Jahren erbaut, als Tuberkulose in Europa wütete. Es war eine führende Einrichtung für die Behandlung dieser Krankheit. Und seine Lage wurde bewusst gewählt, eingebettet in die unberührte Natur, umgeben von dichten Wäldern und frischer Bergluft, sollten die Patienten die heilende Wirkung der Natur erfahren. Das Sanatorium galt als fortschrittlich, da es sowohl in medizinischer als auch architektonischer Hinsicht modern ausgestattet war. Hinter der Einrichtung des Sanatoriums verbirgt sich eine romantische und tragische Geschichte. Der renommierte Arzt Milos Dezamet überzeugte die Stadt Zagreb, die Anlage zu bauen, da seine Geliebte, die Schauspielerin Laika Saram, an Tuberkulose litt. Trotz ihrer Krankheit ging der Bau in die Geschichte ein, doch Ligia erlag der Krankheit, bevor sie geheilt werden konnte. Im Laufe seiner Geschichte diente das Sanatorium nicht nur der Heilung von Tuberkulose, sondern wurde während der Kriege auch als Militärkrankenhaus genutzt. Doch nach dem Ende der militärischen Nutzung verfiel die Anlage allmählich. Ab den 1960er Jahren wurde Brestovac aufgegeben und es wurde keine Sanierungsmaßnahmen mehr unternommen. Heute ist das Gebäude eine baufällige Ruine, in der sich die Natur langsam ihren Raum zurückerobert. Moos bedeckt die ehemals prächtigen Wände und Bäume wachsen durch das verfallene Mauerwerk hindurch. Das Highlight der Anlage ist einer der beeindruckendsten Säulengang, der sich noch heute erhalten hat. Er gilt als ein Einblick in das Leben auf dem Gelände, als Patienten und Ärzte hier wandeln. Die umliegenden Ruinen, Treppen, Geländer lassen erahnen, wie das Sanatorium einst als Rückzugsort für Kranke diente. Obwohl das Sanatorium viel anzieht, ist Vorsicht geboten. Die Baufälligkeit der Anlage birgt Risiken und Besucher sollten sich der Gefahr bewusst sein, die das Gelände darstellt. Dennoch ist Provence ein faszinierender Ort der Geschichte, Romantik und Tragik. Vereint und das Interesse von Historiker und Abenteuer gleichermaßen weckt. Viel Spaß beim restlichen Video.